Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erstellungsvideo für die Familie Mars. Und es handelt sich hierbei um die Familie Cooper bzw. DeLuca. Und es ist eigentlich nur eine Abwandlung der Familie Ross. Das heißt, wir erstellen sie nochmal in der älteren Version, die uns dann im Mars Let's Play begleiten wird. Und wir fangen an mit Ava Jessica. Diese heißt nicht mehr Ross. Es steht zwar noch da oben, aber sie wird umbenannt in Cooper, denn sie hat neu geheiratet, nachdem sie sich mit Neelam getrennt hat, denn sie hat gemerkt, das funktioniert nicht ganz, so ungefähr, so da war Nathan 20 vielleicht, da haben die sich auch getrennt, ja, sehr spät erst, aber sie hat halt gemerkt, ja, was für ein Arsch es doch eigentlich ist und hat auch direkt einen neuen gefunden und der ist natürlich ganz anders und deswegen hat sich Ava Jessica auch total verändert, in der Persönlichkeit, dazu werde ich gleich kommen. Sie ist halt jetzt so eine liebende und coole Omi geworden. Zumindest sollte sie das halt so darstellen. Und die halt wirklich das bereut, was sie Nathan angetan hat, beziehungsweise dass sie es einfach nicht bemerkt hat, was Neelam Nathan antut. Nathan ist noch ein bisschen, ich würde sagen, sauer auf sie, beziehungsweise er hat ihr das nicht ganz verziehen. Hat auch nicht das beste Verhältnis zu seiner Mutter, aber er will da natürlich auch nicht Eden im Weg stehen, wenn sie zu ihrer Omi Kontakt haben möchte und lässt das halt auch zu. Und dadurch, dass Ava Jessica eine echt liebende Oma ist von 4 Enkelkindern, wenn man Shirley mitzählt, 5, ja, ist das doch ganz süß. Und trotzdem ist ihr Lieblingsenkelkind Eden. Tatsächlich, also sie orientiert sich so an Eden, da Eden halt so High Society ist, sie kennt sich in den Trends der Jugend aus. Und ihre Omi orientiert sich halt so ein bisschen an Eden und Eden liebt ihre Omi. Und das ist halt so ein super Verhältnis zwischen den beiden. Und deswegen dachte ich, ist es so ihr Lieblingsenkelkind. Und ja, zu Ava Jessica. Sie ist jetzt familienbewusst, gesellig und kreativ. Das heißt, es hat sich eigentlich fast alles geändert, außer das gesellig. Sie ist halt jetzt so eine, ja, coole, süße Omi, die es liebt, mit ihren Kindern oder mit den Enkelkindern Zeit zu verbringen. Und ja, ich fand das von der Story her ganz süß und ihr Lebenswunsch ist es, den Seelenverwandten zu finden. Das hat sie geschafft und hofft jetzt, dass sie ihn behalten kann, weil der erste Mann ist so früh gestorben. Mit dem zweiten Mann hat es nicht geklappt und da hofft sie jetzt, dass sie mit ihrem jetzigen Mann den Lebensabend verbringen kann. Und sie läuft mit einem stolzen Gang durch die Gegend. Das heißt, sie ist einfach, ja, froh, wer sie ist. Wir sind bei Audrey und Audrey ist auch erwachsen geworden. Sie ist ein bisschen jünger als Nathan. Ich würde das jetzt, wenn man das jetzt auf unsere Zeit so bezieht, auf die Menschenzeit, sagen so 5, 6 Jahre, vielleicht sogar 7 Jahre jünger als Nathan. Nathan ist ja jetzt so, ich würde sagen Mitte 40. Sie ist so Mitte 30, Ende 30. Und sie hat natürlich auch geheiratet, hat eine ganz typisch normale Familie. Und ihr Lebenswunsch ist es, eine erfolgreiche Abstammung zu haben. Das heißt, dass aus ihren Kindern etwas wird. Ihre Merkmale sind eifersüchtig, familienbewusst und ordentlich. Sie ist halt irgendwie so jemand, der ja wirklich sehr schnell eifersüchtig wird. Und auch eine, ich würde sagen, eher strenge Mutter. Wir kommen gleich zu den Kindern. Und die sind nämlich alle ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Sehen wir dann auch später. Und das passt ihr wirklich so gar nicht, was aus ihren Kindern geworden ist. Und deswegen ist auch ihr Lebenswunsch eine erfolgreiche Abstammung. Es passt ihr nicht, was ihre Kinder wollen und wir sehen das auch gleich. Und sie läuft mit einem Standardgang durch die Welt, denn ich fand, zu ihr passt jetzt weder das Hochnäsige, also es passt nicht das Hochnäsige oder das wirklich Feminine. Sie ist halt so eine ganz typische 0815 Frau, würde ich mal sagen, die so eine typische Familienmutter ist, aber meiner Meinung halt nach sehr streng und ja, ich glaube, sie ist auch jemand, die oder so eine, ja, sie hasst Eden, würde ich sagen. Eden ist so ihr sozusagen ein Dorn im Auge. Wäre gleich auch noch zu einem Grund kommen dafür. Der Grund ist eigentlich ihre Tochter. Aber dazu komme ich dann, wenn es um ihre Tochter geht. Aber Eden ist für sie halt wirklich, ja, sie versucht dann Nathan halt auch immer ein bisschen zu warnen, von wegen, hey, verwöhn doch deine Tochter nicht so, das ist ein ganz verwöhntes Biest oder sowas. Aber Nathan checkt es ja trotzdem nicht. Und das ist halt auch so die Story dahinter. Aber sie mag Eden wirklich nicht. Wir kommen zu Martino. Martino sollte ein Italiener sein. Deswegen hat er auch einen italienischen Namen, genauso wie sein Nachname, nämlich DeLuca. Und so heißt auch die ganze Familie. Also Audrey heißt auch DeLuca mit Nachnamen und die Kinder natürlich auch. Martino ist ein Chaot, ein Einzelgänger und ein Genießer. Ist halt so jemand, so ein Vater, dem die Kinder eigentlich, ich würde nicht sagen, am Arsch vorbeigehen, aber
der das halt gar nicht so verbissen sieht wie Audrey. Audrey macht da halt die ganze Erziehung und er hängt sich da nicht so rein. Denn er ist eher darauf konzentriert, Meisterkoch zu werden. Und tatsächlich ist es auch wirklich was er gut kann, nämlich kochen. Er ist halt so mehr oder weniger in seinem Element, wenn er vorm Herd stehen kann und macht das halt eher als ja, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Trotzdem ist er jetzt kein schlechter Vater, sag ich mal. Es ist ihm halt nur nicht so... Es ist halt nicht so sein Ding, das mit dem Familienzeugs. Und er läuft mit einem strammen Gang durch die Gegend, ist halt selbstbewusst. Und Ori ist immer so ein bisschen eifersüchtig, wenn er anderen Frauen hinterher guckt, obwohl er das gar nicht macht, aber wie wir Frauen manchmal so sind. Eifersucht ist bei Audrey vor allem ganz extrem. Genau, das war erstmal Martino und wir kommen als nächstes zu Paul Cooper. Das ist Ava Jessicas neuer Mann und auch letzter Mann. Und den hat sie jetzt auch schon seit, wie alt ist Eden? 17 Jahren mindestens, schon ein bisschen länger. Und das ist auch tatsächlich der Opa, mit dem Eden dann aufgewachsen ist. Das heißt, sie kennt die anderen Väter oder Nathans Vater und Nathans Stiefvater gar nicht mehr. Sie kennt halt nur Paul. Und Paul ist halt auch so ein Opa, den man sich wünschen kann. Und ich glaube, er ist auch so wirklich der Eden-Fan. Also Eden ist so das Lieblingskind von den beiden Großeltern. Und... ja, Paul ist romantisch, gesellig und ein Spinner. Das heißt, so ein typischer lustiger Opa, der trotzdem noch freundlich ist und zu allen offen, aber halt trotzdem so ein Spinner, der halt wirklich jede Gelegenheit nutzt, ja, witzige Sachen zu sagen. Und läuft mit einem Standardgang durch die Welt und sucht ebenfalls den Seelenverwandten, den er in Ava Jessica gefunden hat. Seine Vorgeschichte ist halt, dass er... vorher nicht wirklich eine Langzeitbeziehung hatte. Er hat immer nur gesucht, aber auch nie gefunden. Und deswegen hat er sein Lebensglück mit Ava Jessica. Ja, er freute sich, das mit ihr teilen zu können. Oder so ähnlich. Wir sind bei Alexandra. Und Alexandra ist der Grund, warum Audrey Eden eigentlich so sehr hasst. Alexandra ist eher ein etwas, oder war eher immer ein etwas schüchterneres Mädchen. Und, hatte nie so viele Freunde und als Eden dann geboren wurde, Alexandra ist ungefähr gleich, aber als sie halt gesehen hat, wie beliebt Eden wird, hat sie sich in Eden das größte Vorbild gesucht und möchte unbedingt genauso sein wie Eden. Dass das bei ihr nicht so klappt, ist aber nicht zu übersehen. Und dadurch, dass sie sich so sehr an Eden orientiert und halt wahrscheinlich auch mal in Richtung Schönheitsoperation geht, weil halt Eden wirklich so ein großes Vorbild für sie ist, dass sie halt wirklich genauso sein möchte wie sie, ist Audrey da auch wirklich total gegen Eden und hasst es, wenn ihre Tochter ihr nacheifert und will das eigentlich unterbinden, aber schafft es eigentlich nicht so ganz und deswegen ist Alexandra halt so eine Möchtegern-Eden. Alexandra ist tollpatschig und eifersüchtig, wie gesagt halt eifersüchtig auf Eden und trotzdem tollpatschig. Dass das halt nicht ganz so klappt, ist wirklich nicht zu übersehen. Und sie läuft mit dem trotteligen Gang durch die Welt. Ihr Lebenswunsch ist es, Freundin der Welt zu sein. Das heißt, eigentlich halt möchte sie nur Freunde und genauso beliebt sein wie Eden. Aber es klappt natürlich nicht. Und es ist eigentlich traurig, ne? Und Eden macht sich halt auch immer über sie so ein bisschen lustig. Weil sie halt so weiß, dass sie ihr nacheifert und findet das sehr amüsant. Und wir kommen zu den Zwillingen Mason und Maurice und die sind sich sehr ähnlich. Ich habe noch nie Zwillinge erstellt, die sich wirklich sehr ähnlich sind in der Persönlichkeit, meine ich jetzt. Sie möchten beide kleiner oder sind beides mit dem Lebenswunsch kleiner Frechdachs. Das heißt halt wirklich so Chaoten und ja, frech. Und das ist Mason. Mason ist ein Chaot, das heißt, er lässt überall sein Mist liegen. Wie die ganzen beiden Mädchen ankommen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall sind sie nicht schüchtern oder so, sondern eher in Richtung selbstbewusst. Aber halt so zusammen, also einzeln kaum zu ertragen und zusammen schon gar nicht, wenn es um die Streiche geht, die sie spielen. Und der letzte im Bande ist dann Maurice. Und Maurice ist halt ihr Zwillingsbruder. Und er ist kleptomanisch. Das heißt, noch ein etwas krasseres, freches Kind als Mason. Aber beide zusammen sind wirklich unerträglich. Und deswegen, das meinte ich auch vorhin mit, die Kinder sind ein wenig verkorkst. Aber mal sehen, wie das Ganze hier so laufen wird. Die verstehen sich auch normal mit Eden. Also Eden ist jetzt halt nicht wirklich gegen sie. Es ist halt eine normale Cousin-Cousine-Beziehung zu Eden.
Gut, dann sind wir jetzt mit der Familie fertig und ich hoffe, euch gefällt sie. Sie werden auch zusammen in ein Haus ziehen, irgendwie so ein kleines Blockhaus, dass die Erwachsenen, also die älteren Erwachsenen, irgendwie daneben wohnen oder sowas, neben der Familie der Luca. Und das war's dann erstmal mit der Familie. Ich hoffe, ihr freut euch, sie im Let's Play zu sehen und dann erstmal tschüss.